So, in der Zeit, wo Doro sich umzieht, zeige ich euch doch schon mal meine Alternative dazu. Doro hat ja diese tolle Bluse von The Mercer. Und ich habe von Daylike diese tolle Bluse aus einem superleichten Gewebe, viskose Gewebe, auch wieder dieses hellblau-weiß, das zieht sich bei uns heute wirklich durch die Sendung, durchgeknöpft am Arm, so eine Doppelmanschette, auch hier kann man das nochmal ganz lässig umkrempeln, also auch hier habt ihr dann nochmal sozusagen den Streifenmix, den Kontrast dagegen, sehr schön gemacht. Was ganz toll ist bei der Bluse, es hat so abgerundeten Saum, hinten ist sie einen Tacken länger. Hier, ich liebe es ja auch, könnt ihr das, wie gesagt, ganz lässig so drüber tragen. Oder aber auch, ich liebe das ja auch immer, wie gesagt, vorne eine Seite reinshoppen. Auch das super lässig, mit Sneakern, mit Sandalen, in so eine Tasche nochmal quer rüber gelegt. Also wirklich ein super City-Look sozusagen. Oder aber ihr shoppt es ganz rein und habt es vorne eben halt nur sozusagen so fallend. Und wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist dieses der abgerundete Saum. Und zwar mit dieser kleinen, mit dem kleinen Schnitt hier drin. Das heißt, dadurch fällt es wirklich immer super schön. Also es ist wirklich eine ganz tolle Bluse von Daylike. Dazu trage ich von DL diese wunderschöne Jeans. Es ist ein Skinny Fit sozusagen, aber ihr seht auch hier, es schmeichelt sich schön am Bein an. Es hat eine dunkle Denim-Waschung. Die gibt es aber auch in unterschiedlichen Waschungen. Also auch hier haben wir nochmal eine hellere. Wer es lieber für den Sommer lieber heller mag. Ich persönlich bin jetzt immer jemand, der sehr gerne das so dunkel anzieht. Eine Five Pocket, also hinten haben wir auch zwei Taschen. Also wirklich wunderschön. Schlaufen, das heißt natürlich auch, wenn ihr die Bluse vorne reinshoppt, könnt ihr einen super süßen Gürtel nehmen. Ich würde euch empfehlen, entweder einen von der Farbe der Jeans zu nehmen oder einen von dem Oberteil. Also auch da, dass ihr dann eine gute Kombination habt. Und ja, dann seid ihr eigentlich schon sozusagen gewappnet, um sozusagen in der City entspannten Kaffee trinken zu gehen oder auch sozusagen im Park sich mit Freunden zu treffen. Also ganz entspannt. So. Dann gucken wir mal, wie die Bluse an der lieben Doro aussieht mit der schönen Bermuda-Short. Doro, wie weit bist du denn? Bist du schon fertig? Ich bin soweit. Dann zeig mal. So, oh, wow. Outfit. Auch super toll. Was sagst du? Oh, ja. Richtig schön. Also ich mag sehr gern. Total. Also, ich, wie gesagt, und wirklich dieses Off-White mit dem Blau, das schmeichelt dir so sehr. Auch vom Gesicht, von der Farbe im Gesicht mit dem Glow. Richtig toll. Also die Bluse hat ja diesen Tunnelzug, oder wie wir das nennen. Also ich kann es ja mal aufmachen. Wenn man die offen trägt, dann ist das wirklich wie so ein Jäckchen. Also ich mache es jetzt nicht auf. Und hinten halt auch ganz normal lang. Oder wenn man es dann wieder schnürt, dann ist der Tunnelzug halt nur hier vorne. Und hinten fällt sie halt ganz, ganz gut. Total. Ja. Mm. Und auch hier oben, also es ist halt auch so eine schöne, kühle Qualität, wenn es wirklich heiß ist. Ja. Du willst aber nicht die Arme zeigen oder was auch immer, dann ist das perfekt. Ja, und wirklich. Auch den Tunnelzug kann man wirklich auch sich nochmal drapieren, wie man will, sodass es, ne, je nachdem, wie die Falten dann hier vorne fallen sollen, kann man das auch, wenn das mehr hier sozusagen sein soll, also da auch da könnt ihr das wirklich, da müsst ihr selbst vorm Spiegel das immer ausprobieren, also so geht es mir zumindest. Ja. Ja, aber dem einen fällt es so besser, bei dem anderen so, also auch da. Also ich weiß jetzt, ich sehe mich jetzt nicht, aber ich empfinde das jetzt gerade als wirklich schön und lässig. Und das kannst du natürlich auch zu einer Jeans, kannst du zu allem einfach anziehen. Mal neben dich. Yes. Auch hier wirklich, auch mit dem Dunklen, ne? Auch gerade der Kontrast von hell nach dunkel ist auch wunderschön. Ganz toll. Mhm. Also wirklich sowas Besonderes, das findest du nicht überall. Nee, das stimmt. Also da muss man schon lange und auch mit den größeren Brusttaschen, ne? Ja. Also auch das wirklich kleiner Grundhalt. Und weißt du was? Ich hole dir jetzt nochmal den Cardigan von eben, weil auch den kannst du wunderschön darüber kombinieren. Guck mal, ich reiche ihn dir nochmal. Ne, weil wenn du zum Beispiel das auch jetzt so in der Stadt unterwegs warst und abends geht dir dann noch was essen, dann wird es ja nochmal kälter abends, merkt man das ja nochmal. Und auch dann da von Lanius wirklich dieser wunderschöne Grobstrick-Cardigan. Wunderschön. Auch nachhaltig, also auch das ist ja uns immer super wichtig. Mit den Seitennähten, also toll. Also ich muss sagen, ich ziehe ihn, ich habe ihn immer in meinem Büro liegen,
weil dann zieht man sich aus, dann wird es einem wieder kalt. Ja, total. Liegt also schon schön um die Schulter. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man irgendwie so um Weihnachten herum vielleicht auch mal was schicker aussehen möchte, dann ziehst du einfach ein Kleid an und dann hast du halt so einen lässigen Kleid. Das finde ich bei dir total schön. Ne? Also wie lässig du den auch immer noch so einen Tacken über die Schulter fallen lässt. So schön. Also wirklich. Ja, also ich bin immer jemand, der den extra mal noch mal weiter nach vorne macht. Aber bei dir sieht das wirklich super cool aus. Ja. Und auch hier wieder unterschiedliche Kombinationen mit den Schuhen. Ne? Also auch nett mit den Sandälchen, aber auch hier wieder mit den Sneakern super gestylt. Ja, die sind schon toll. Die sind perfekt dazu aussehen für die Stadt. Das stimmt. Deswegen habe ich sie mir auch gekauft, weil es wirklich aneinander ist. Ja. Also und die sind auch ein bisschen auf dem Plateau, ne? Ganz so leicht. Ganz leicht. Toll. Super, super. Ist aus Leder. Also auch die Sohle ist aus Leder. Also ein schönes Tragekomfort. Und ich liebe es ja. Hier diese goldenen Details. Ja. Das ist ja genau so meins. Ja, ich bringe mir den Glamour-Faktor wirklich noch mit rein. Ja. Also ich bin ja immer sehr einfach und dann habe ich ja so ein bisschen Gold irgendwo hier halt da. Was ich auch echt toll finde, das sehe ich nämlich gerade, viele neue Sneaker sind, da hat man das Gefühl, man geht so nach hinten, weil diese Plateausohle ist durchgehend. Das stimmt. Ne? Und hier, glaube ich, ist sie vorne ein bisschen niedriger als hinten. Das heißt, das verlängert so das Bein ein bisschen. Ne? Das stimmt, genau. Und du kommst ja halt so... Genau. Genau, und das ist immer so mein kleiner Trick, weil dadurch, dass ich klein bin, brauche ich immer noch mal so ein bisschen was einstreckt. Das ist der kleine Trick der Mode. Ja, aber man fühlt sich einfach irgendwie besser, als wenn man dann so... Das stimmt. So, dann weiß ich ja noch, dass du einen schönen Kaschmir-Strickartikel noch von uns hast. Ich ziehe das wieder aus. Mhm. Und zwar, ich schmeiß das einfach so wieder zurück. Für die kühleren Tage, beziehungsweise eigentlich für Abende. Ja. Also ich habe das erste, also dieses Jahr zum ersten Mal ausprobiert, dass ich ein Sommerkaschmirteil ausgesucht habe und bin absolut begeistert. Das sieht auf diese weiße Bermuda, das ist auch wieder so ein bisschen, er ist ein bisschen weiter geschnitten, auch Dreiviertelärmel, dieser V-Ausschnitt, sehr sommerlich und ich liebe es so. Total. Also ich würde es abends anziehen, wenn ich mit meinem Mann abends im Urlaub weggehen würde, würde ich das so anziehen. Ja. Mit einem schönen hohen Schuh. Ja, das ist so ganz Und er geht theoretisch auch über die Bluse, ne? Oder auch über ein Shirt. Das ist ja das Schöne an dem Dreiviertelarm. Das heißt, es darf ja auch wirklich hier unten rausgucken. Ne? Also auch wirklich, auch da kann man nochmal einen leichten Print oder auch eine leichte Farbe mit drunter anziehen, dass es hier sozusagen rausguckt und einfach auch da nochmal den Kontrast und auch den Arm dann streckt. Also die überschnittene Schulter finde ich auch extrem schön. Ja. Sieht halt alles dann immer so. Genau, und du hast ja auch Langarm, ne? Die Bluse von dir ist ja auch Langarm und selbst darüber... Das hat man ja gar nicht gesehen, die ist Langarm. Genau. Genau, und auch darüber, wenn dann das so ein bisschen da rausguckt... Ja, mega. Ne? Auch super schön. Vielleicht, wenn wir Glück haben, wird es auch unten rausgucken. Habe ich jetzt gar nicht darüber ausprobiert. Aber das stimmt. Aber das ist ja wirklich das Schöne. Ne? Also man testet und dann hat man noch mal einen Teil und denkt so, ach, probiere ich es doch einfach mal. Ja, manchmal muss man halt irgendwie eine Freundin fragen, wie würdest du das anziehen? Aber wirklich, aber deswegen gehen wir auch immer zu zweit mindestens Shop, ne? Und nicht alleine. Ja, also demnächst immer mit Maria. Super gerne. Sie hat auch tolle Ideen. Ja. Genau, kommst einfach vorbei hier und dann machen wir den Termin aus. Sehr schön, perfekt. Prima, Mehr habe ich nicht. Ich finde, das ist schon eine super tolle Auswahl. Also ich bin wirklich super begeistert von diesen Artikeln. Also, und ich finde, das ist auch so eine super Bandbreite, die Peter Hahn halt auch verkörpert. Ne? Also auch den Kaschmir, für den Peter Hahn ja auch wirklich steht und eins der Key-Elemente ist. Und auch dann, wie gesagt, diese femininen Formen, also auch das wunderschön. Dann die Print-T-Shirts. Ja. Das ist ja auch wirklich was wundertoll ist. Ich habe den Kaschmir, gibt es, glaube ich, auch in anderen Farben. Also knalligere Farben, sowas für dich. Das stimmt. Ja? Und auch das, dadurch, dass wir wirklich darauf achten, dass die Garne von super hoher Qualität sind, schaffen wir es halt auch wirklich, brillante Farben hervorzuheben. Also wir kriegen wirklich die Farbe hin, die wir wollen. Also wirklich die Farbbrillanz ist auch wirklich einer der Key-Sachen bei Peter Hahn. Also dadurch, dass die Garne so hochwertig sind, nachhaltige Forstwirtschaft, also dieses Ganze drumherum, das ist wirklich toll. Toll. Total. Also nicht nur bei dem Kaschmir, auch bei den T-Shirts haben wir das ja. Also wirklich. Man fühlt es. Ja. Also, man fühlt es. Total. Wenn ihr jetzt genauso viel Lust bekommen habt auf Doros Lieblingsteile, dann schaut doch einfach unter www.peterhahn.de. Da haben wir alle
Artikel von Doro sozusagen und auch meine Ergänzungsartikel für euch einmal zusammengefasst. Da könnt ihr, findet ihr alles, wenn euch das jetzt sozusagen zu schnell ging oder ihr nochmal was ein oder andere wissen wollt. Oder aber bei Doro auf dem Blog. Ja, ich habe alles auf meinem Instagram-Profil gezeigt und habe ganz genau erklärt, was ich mir dabei gedacht habe und wo man das anziehen kann. Genau, also auch das war ja heute auch sehr vielfältig, ne? Vom Office-Look über ja. Zu Hause auf dem Spielplatz, sage ich mal, bis hin zu wir gehen abends was essen, wir flanieren durch die engen kleinen Gässchen. Ja, ich bin ein Fan davon, dass man halt ein Kleidungsstück hat, was man morgens anzieht und wirklich von Gelegenheit zu an und Anlass bis abends hin ja. Durchgehend anlassen kann. Vielleicht nur einen Schuh wechselt oder eine Jacke oder was auch immer. Ja, das ist toll. Also das ist wirklich toll und das finde ich auch, das, was es bei dir einfach ausmacht. Ja, ich mache mir das Leben ein bisschen einfacher. Das stimmt. Je älter aber soll wir werden, desto einfacher wird es. Das stimmt. Genau, also da nochmal ganz wichtig, ihr habt den Rabattcode SUMMER20, also das englische Summer, SUMMER. Einfach, wie gesagt, im Warenkorb unter www.peterhahn.de eingeben. Oder aber bei den lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Kundenservice telefonisch. Aber auch wie hier, wir sind ja in Köln in der Filiale, könnt ihr uns natürlich in Deutschland und der Schweiz auch in den Filialen super gerne besuchen. Wir sind für euch da, wir freuen uns sehr, wenn ihr vorbeikommt. Und auch da ziehen wir euch die 20% auf euer Lieblingsartikel an der Kasse ab. Es hat mich sehr gefreut, Doro. Ich danke dir, es war ganz toll. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich freue mich dann schon auf deine neue Selektion deiner Lieblingsartikel. Ich auch. Dann sind wir ja wahrscheinlich schon im Herbst und im Winter. Mal gucken, welche Schmuckstücke du da daraus suchst. Also, genau. Vielen Dank. Danke dir. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wieder zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Fashion Talk sehen. Passt auf euch auf. Bis dahin. Und ich freue mich. Tschüss. Tschüss.